Ja, Shalom zusammen und gottesreichen Segen im Namen unseres wundervollen Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Endzeit Reporter MCM. Heute mit dem Thema gefährliche Irrlehren der Endzeit, wie Christen unbewusst den Antichristen unterstützen. Und ich habe ja bereits vor einigen Tagen angekündigt, beziehungsweise im letzten Livestream, dass ich ein Video machen werde, und zwar über eine Aussage eines Glaubensbruders, nämlich Amir Arapur. Er sagte bzw. schrieb auf Facebook am 26. Oktober 2018 folgendes: Gesetz oder Gnade, ihr werdet verloren gehen, wenn ihr versucht, das Gesetz zu halten, also das Gesetz Gottes, die Tora. Nun, erstens, Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wenn jetzt hier Amir sagt, dass wir verloren gehen, wenn wir versuchen, Gottes Gebote zu halten, ist es natürlich erstmal vollkommener Blödsinn, das wissen wir. Aber er richtet ja, also er tut genau das Gegenteil von dem, was Jesus tut. Und es sind erstaunlicherweise meistens die gesetzlosen Christen, die andere richten, die sagen, du kommst in die Hölle, du bist gerettet und so weiter und so fort. Und das sollen wir als Christen natürlich nicht tun, denn Jesus sagt auch, mit demselben Maß, mit dem ihr andere richtet, werdet ihr selbst gerichtet werden. Also sollte Amir da mal ein bisschen vor seiner eigenen Haustür kehren, und das gilt auch für andere Christen, ihr sollt nicht richten, kommst in die Hölle, und schon gar nicht, wenn man versucht, das Gesetz Gottes zu halten. Denn was ist laut Neuem Testament Sünde? Die Definition finden wir unter anderem im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4. Dort heißt es: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Also Sünde ist laut Bibel, laut Altem und Neuem Testament, die Übertretung von Gottes Gesetz. Deswegen sagt Amir mit anderen Worten, du gehst verloren und kommst in die Hölle, wenn du versuchst, nicht zu sündigen und stattdessen das Gesetz Gottes versucht zu halten und die Gebote, die Gott heilig sind, so wie auch wir als sein Volk heilig sein sollen. Wir sehen also, ich mache diese Arbeit jetzt wirklich seit über 10 Jahren knapp, und ich muss sagen, so eine Aussage habe ich wirklich, die dermaßen falsch ist und gefährlich ist, habe ich wirklich selten gehört von einem Christen. Deswegen, ich habe zwar 600 Videos auf meinem Kanal, aber ich glaube nur 2 oder 3, wo ich mich mal zu anderen Christen geäußert habe, weil ich glaube, wir sollten mehr Videos für Christus machen und weniger gegen Christen. Und Amir, sowie auch Elia Nathan, die machen natürlich gute Arbeit, wenn es um den Islam geht, da aufzuklären und so. Das sind auch Profis und dafür haben die auch meinen Respekt. Aber naja, was die Bibel angeht, da haben die Burschen auf jeden Fall noch einiges zu lehren. Und laut Bibel, wie wir noch sehen werden, sind die beiden eindeutig Irrlehrer. Und das werden wir auch im Laufe des Videos hundertprozentig feststellen. Weiter heißt es in Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde, also der Lohn der Gesetzlosigkeit, ist eigentlich der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde, wir wissen, wir sind alle Sünder laut Bibel. Wir haben alle Gottes Gesetz übertreten, demnach haben wir alle den Tod verdient. Aber deswegen kam ja der Messias, Jesus Christus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist, zu Rechten des Vaters sitzt und bald wiederkommt, um zu richten, nicht um zu retten. Denn die Botschaft, die zur Rettung führt, die ist ja das Evangelium. Und deswegen ist die Gnadengabe Gottes, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden. In Prediger 12, Vers 13 heißt es aber, was wir machen sollen, wenn wir gerettet werden, oder allgemein, was der Mensch machen soll. Zusammengefasst, die ganze Bibel heißt, lasst uns am Ende die Summe aller Lehren hören, nämlich fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen, nicht nur für Juden, Israelis oder wen auch immer. Und ich hoffe, Amir, du stimmst mir überein. Wir Christen sind auch nur Menschen und deswegen gelten die Gebote Gottes für alle Menschen, also auch für uns. Denn auch laut Neuem Testament entspricht das die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote, die Gebote Gottes, die Gebote des Gesetzes sind nicht schwer. Und deswegen sollen wir, auch wenn wir nicht perfekt sind, niemand ist perfekt von uns Menschen, trotzdem sollen wir versuchen, das Gesetz zu halten, also versuchen, nicht zu sündigen und versuchen, die Gebote Gottes zu halten. Und wenn wir das tun, werden wir gesegnet, wie wir noch sehen werden, und nicht verflucht oder in die Hölle kommen.
Deswegen diese Aussage von Amir, die kann man nicht so stehen lassen, deswegen auch dieses Video. Wir schauen weiter und schauen uns mal einen Vers an. Wir wissen ja, einige standen früher unter dem Gesetz, andere unter der Gnade. Und was heißt das eigentlich? Galater 5 ab Vers 4, da heißt es, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und so gab es Pharisäer, Schriftgelehrte und auch andere Menschen, die dachten, ich werde nicht durch Glauben oder durch Gnade irgendwie gerettet oder durch irgendein Evangelium, sondern durch meine eigenen Werke, indem ich das Gesetz versuche, so perfekt wie möglich zu halten. Das Problem ist, laut Bibel, wer ein Gebot übertreten hat, ist so, als hätte er alle Gebote übertreten. Und das bedeutet, wir können nicht gerecht oder das ewige Leben empfangen durch unsere eigenen Werke. Und deswegen hat ja Jesus das Werk vollbracht am Kreuz vor 2000 Jahren. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir jetzt, dass wir aus der Gnade gefallen sind, wenn wir Gottes Gebote halten. Im Gegenteil, Paulus hat es eindeutig gesagt. Und deswegen zitiere ich ihn jetzt in Römer 3, Kapitel 6. Da heißt es, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, also in der Gesetzlosigkeit, damit das Maß der Gnade voll werde, das sei ferne. Wie nun sollen wir sündigen, das Gesetz Gottes brechen, die Gesetzlosigkeit, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind, das sei ferne. Amir Rapur sagt, ihr werdet verloren gehen, wenn ihr versucht, das Gesetz zu halten und versucht, nicht zu sündigen. Und Paulus sagte eindeutig, nur weil wir unter der Gnade sind und nicht unter dem Gesetz, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt sündigen dürfen und schon gar nicht, dass wir lehren sollen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht sündigst. Wenn Amir gesagt hätte, du kommst in die Hölle, wenn du sündigst, wäre zwar auch falsch, aber zumindest wäre es noch einigermaßen verständlich, aber zu sagen, du kommst in die Hölle und gehst verloren, wenn du nicht sündigst und versuchst, das Gesetz zu halten, so gut es irgendwie geht, wir werden sehen, das ist eine Lehre vom Antichristen und des Teufels und da wollen wir auch kein Hehl draus machen. Jakobus 2 ab Vers 20, da heißt es, willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Denn gleich wie der Leib ohne Gott, ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn wir also Glauben haben, ja, und wir glauben ja an Jesus Christus, aber diesen Glauben keine Werke folgen lassen, keine gerechten Werke, die mit dem gerechten Gesetz Gottes übereinstimmen, mit den Geboten, dann ist unser Glaube tot. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben und unseren Glauben Werke folgen lassen, die mit den Geboten Gottes übereinstimmen, mit anderen Worten, indem wir das Gesetz versuchen zu halten, ist unser Glaube lebendig und wir werden gesegnet. Denn, 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand aber sündigt und das Gesetz Gottes übertritt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Also, wir sehen hier eindeutig, Johannes schreibt, dass wir nicht sündigen sollen. Amir schreibt, ihr geht verloren, wenn ihr versucht, nicht zu sündigen. Es ist wirklich unfassbar. Es ist genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Und wir wissen, Antichrist heißt Anti, gegen oder anstelle von. Und diese Botschaft, die hier Amir verkündet, ist gegen und anstelle der Bibel und anstelle Jesu. Und da muss man sich wirklich fragen, ich weiß nicht, wie viele Likes die Aussage von Amir bekommen hat, aber ich kann euch nur raten, das alles nochmal zu überdenken, weil in der Endzeit, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, dann wisst ihr ja, dann tritt das Gesetz in Kraft und dann werden die Übertretungen des Gesetzes bestraft werden mit dem, was die Bibel sagt. Deswegen gibt es ja auch so viele Plagen am Ende, weil die Menschen werden bestraft, weil die wollen ja nicht gehorsam sein, aber wir schon. Wir schauen weiter und schauen uns Jesus an. Was sagte er? Wir wissen, Amir sagte, wenn ihr versucht, das Gesetz zu halten, dann seid ihr verloren, weil das Gesetz ist ja abgeschafft. Ja, das Gebot, du sollst nicht morden, gehört auch zum Gesetz. Es ist auch abgeschafft, oder wie? Sonst geht's noch, ja? Matthäus 5, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, sagte Jesus, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst, eines von den kleinsten, und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel.
weil so kleine Gebote auflöst und die Leute lehrt, du musst keine Gebote halten, weder kleine noch große, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Die Frage ist, was passiert, wenn jemand lehrt, du musst auch die großen Gebote wie den Schabbat nicht halten und alles, der Schabbat ist auch aufgelöst. Da ist die Frage, kommen die überhaupt ins Königreich? Werden wir noch sehen. Aber wer sie tut, die Gebote des Gesetzes und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Ja, warum wollen wir denn die Gebote Gottes tun und lehren? Wir wollen groß genannt werden im Reich der Himmel. Elianathan, Amir, Arapur, die wollen anscheinend klein werden. Und diejenigen, die den gesetzlosen Auslegungen der beiden Brüder folgen, die wollen auch klein werden. Wollt ihr wirklich klein sein? Ihr lebt nur einmal auf dieser Welt und ihr habt nur eine Chance, in eurem einzigen Leben hier als Mensch klein oder groß zu sein in Ewigkeit. Und ihr setzt alles aufs Spiel, indem ihr sagt, wir kommen in die Hölle, wenn wir versuchen, nicht zu sündigen und Gottes Gebote zu halten. Also, da fällt einem nicht mehr viel ein, aber aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde, sagt die Bibel. Und Amir ist ein perfektes Beispiel dafür, leider. Aber ich bete für ihn und ich sage das in aller Liebe, dass auch er nicht nur ein Fachmann für den Islam wird, sondern auch für die Bibel und die Gebote Gottes. Lukas 16, Vers 17, ähnliches sagte Jesus auch dort formuliert, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziger Strichlein des Gesetzes falle. Für Amir ist das ganze Gesetz fallen, aber Jesus sagte, kein einziges Strichlein wird vergehen, bis Himmel und Erde vergangen ist. Wen wollen wir glauben? Amir Rapo, der sagt, du kommst in die Hölle, wenn du versuchst, nicht zu sündigen. Oder Jesus, der gesagt hat, wenn ihr die Leute lehrt, dass die kleinsten Gebote auch nur aufgelöst sind, dann werdet ihr klein sein im Reich der Himmel. Von daher schauen wir uns einen weiteren Vers an, der immer wieder von den gesetzlosen Christen missverstanden wird und falsch ausgelegt wird, nämlich Galater 3, Vers 13. Da heißt es, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem ein Fluch wurde um unser Willen. Und viele Christen tun das so übersetzen oder so auslegen, dass es heißt, Christus hat uns losgekauft von dem verfluchten Gesetz. Das heißt, sie sagen, das Gesetz Gottes ist ein Fluch und Jesus hat uns losgekauft vom verfluchten Gesetz, weswegen wir jetzt anscheinend gesetzlos leben können, wie der Antichrist und tun und lassen können, was wir wollen. Und wir schauen uns mal an, was hiermit wirklich gemeint ist, denn der Fluch, der zustande kommt, der tritt in Kraft, wenn wir Gottes Gebote missachten und der Segen, wenn wir Gottes Gebote treu sind. Also, lesen wir mal, was die Tora sagt im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 26. Da heißt es, siehe, ich lege euch nun den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet. Und was machte das Volk Gottes und was machen die Christen heute nach wie vor in großer Zahl? Sacharja 7, Vers 12. Sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören. Und deswegen kam ein großes Zorngericht von Seiten des Herrn, der Herrscher, über sie. Warum? Weil die Übertretung der Gebote Gottes, das bringt den Fluch mit sich. Jesus hat den Fluch praktisch, wie es geschrieben steht, hat uns losgekauft von dem Fluch, der mit der Übertretung der Gebote Gottes einhergeht, nämlich mit dem Tod. Wir haben gelesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gnadengabe Gottes, das ewige Leben. Von diesem ewigen Tod hat uns Jesus von diesem Fluch befreit, damit wir das ewige Leben wieder bekommen können. Denn eigentlich haben wir es nicht verdient, weil wir alle Sünder sind. Wir sehen also hier, der Segen ist Gebote Gottes halten und der Fluch Gebote Gottes nicht halten. Und das ist nach wie vor der Fall. Ich kenne es bei mir, bei vielen anderen Christen, seitdem sie Gottes Gebot halten, was ein Segen dahinter steckt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und wenn ihr denkt, nach einem Monat Gottes Gebote zu halten sei ein Fluch, ja, dann schreibt mir mal bitte, denn das habe ich noch niemals gehört. Also Amir sagte, wie gesagt, sozusagen ist es ein Fluch, Gottes Gesetz zu halten. Gott sagt, es ist ein Segen, Gottes Gebot und Gottes Gesetz zu halten. Wem wollen wir glauben? Amir Rapur, dem Islamwissenschaftler oder hier dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat? Muss jeder für sich selbst entscheiden. Psalm 119, Vers 142 und Sprüche 6, Vers 23. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Deswegen auch die Gebote, denn die sagen uns, was Sünde ist. Und wenn wir sagen, wir kommen in die Hölle, wenn wir jetzt die Gebote Gottes
nicht halten, also so ein Gesetz gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass man bestraft wird, wenn man ein Gesetz hält. Es gibt sowas nicht, auch nicht in der Bibel. Also da kann man wirklich nur sagen, Weidmanns Heil, gute Fahrt und gute Besserung. Denn auch Paulus sagt in Römer 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist nicht verflucht. Die Lehre mancher gesetzlosen Christen ist verflucht, aber sicherlich nicht das Gesetz Gottes. Schauen wir weiter, und zwar in Hosea Kapitel 8, Vers 12, da heißt es, wenn ich mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, dem Volk Gottes, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Und auch das kennen wir ja heute. Die Judaisierer haben wieder zugeschlagen, die halten den Sabbat. Das sind Heuchler, das sind Juden. Ja, unfassbar. Das ist genauso wie damals, genauso wie heute beim Volk Gottes. Sie halten das Gesetz für etwas Fremdes. Und deswegen freuen sich wahrscheinlich viele Muslime, wenn die den Islam verlassen mit der Scharia und ins Christentum konvertieren. Da denken die, cool, die kann ich ja machen, was ich will, essen, was ich will, feiern, was ich will. Ja, Osterei hier, Tannenbaum da, Schweinefleisch auf dem Teller und sonntags in der Kirche. Ja, was hat Finsternis für eine Gemeinschaft mit dem Licht und das Gesetz mit Gerechtigkeit? Keine. Ungerechtigkeit. Das Gesetz führt ja zu Gerechtigkeit, wie wir noch sehen werden. Weiter heißt es, Sprüche 28, Vers 9, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Greuel. Amir sagt, wenn du das Gesetz versuchst zu halten, kommst du in die Hölle. Und Gott sagt, wenn du auch nur das Gesetz nicht hören willst, brauchst gar nicht erst zu beten, weil das ist sowieso ein Greuel. Also auch hier genau das Gegenteil von dem, was Gott lehrt, lehrt hier der Bruder Amir. Römer 2, Vers 13, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz nur hören. Amir will es ja noch nicht mal hören, geschweige denn halten. Er sagt, du kommst in die Hölle, wenn du das Gesetz hältst. Vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz nur hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Paulus sagte also, wenn du das Gesetz nur hörst, bringt nichts. Du musst das Gesetz hören und dann auch befolgen, dann wirst du gerechtfertigt und gesegnet werden. Aber wenn man das Gesetz natürlich gar nicht erst hören will, weil man ein Herz hat, so hart wie Diamant und verstopfte Ohren mit lauter Irrlehren im Hirn, dann will man natürlich das Gesetz auch gar nicht folgen und lehrt am Ende sogar auch noch, dass man in die Hölle kommt, wenn man das Gesetz hält. Das sind verstockte Herzen und verstockte Geister, genau wie beim Pharao. Irgendwann lässt es Gott auch gar nicht mehr zu, dass diese Christen die Wahrheit erkennen, dass die Gebote Gottes zu halten sind, weil sie haben ihre Herzen und ihre Geist so hart gemacht und so verstockt und versteinert, da lässt Gott gar nicht als Belohnung noch zu, dass sie die Wahrheit erkennen. Aber wenn du offen bist und sagst, na, ich guck mal, was sagt denn die Bibel? Aha, das Gesetz ist heilig und du musst nur, weil du unter der Gnade bist, musst du trotzdem Gottes Gebote halten und so weiter und so fort. Jesus sagte, du sollst sie tun und lernen. Ja, dann wird Gott einem die Wahrheit auch offenbaren. Doch wenn man so verstockt ist wie Amir und so einen Mist behauptet, wie dass man in die Hölle kommt, wenn man Gott das Gesetz hält. Das ist unfassbar, das ist unfassbar. Im Zeitalter 2018 so etwas zu posten, ist schon wetten das, oder ich weiß nicht, welche Show dafür, verstehen Sie Spaß, wäre das wahrscheinlich eher. Und wir wissen ja, sogar Noah kannte schon die Gebote Gottes, das Gesetz Gottes. Er konnte unterscheiden zwischen reinen und unreinen Tieren. Und sogar Abraham war Gott gehorsam im Gegensatz zu Ami und Elia Nathan. 1. Mose 26, 5. Weil Abraham, spricht Gott, meine Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte und meine Gebote und meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Nun, wem wollen wir folgen? Abraham, der Gott gehorsam war, oder Amir, der es gar nicht erst sein will? Nun, wir wissen ja, wir werden auch oft als Pharisäer bezeichnet, weil wir Gottes Gebote halten. War Jesus auch ein Pharisäer oder was? Weil der hat ja Gottes Gebote perfekt gehalten und alle. Da muss ja der Oberpharisäer gewesen sein für euch, oder? Der hat ja alle Gebote gehalten. Nun, wer ist der Pharisäer laut Bibel, laut Jesus? Matthäus 23, Vers 28, Jesus sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. In anderen Versen lesen wir auch, was die Pharisäer und Schriftgelehrten ausmachen, nämlich, dass sie Menschengebote lehren, Lehren, die nicht in der Bibel sind. Wie das Waschen vor dem Essen und so weiter macht Sinn, aber sie haben es zu einem Gebot Gottes gemacht und folgten Menschengeboten. Das hat Jesus in anderen Versen wortwörtlich zitiert, dass ihr Gebote haltet, die eure eigenen sind, Menschengebote anstatt den Geboten Gottes. Und das ist heute ebenfalls der Fall, wie gesagt, Feste Gottes interessiert keinen mehr. Hauptsache, die Geschenke an Weihnachten sind da und die Osterhasen sind da auf dem Fenster mit lauter Bildern. Aber von der Wahrheit, da will man gar nichts wissen.
Schade, aber die Endzeit, was sollen wir erwarten, ist ja klar. Wenn wir heute in der Endzeit leben, das tun wir ja, bald kommt die Trübsal, dann ist ja logisch, dass die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, denn genau das hat ja auch Jesus prophezeit. Schauen wir zunächst Psalm 5, Vers 5, da heißt es, denn du bist nicht ein Gott, dem Gesetzlosigkeit gefällt. Wer böse ist, darf nicht bei dir wohnen. Also niemand braucht ausgehen, dass er im Königreich Gottes des Messias, im Heiligen Reich sozusagen, da gesetzlos leben kann und den Sonntag und Weihnachten feiern darf und Schweinefleisch, was für Gott ein Gräuel ist. Also es wird aufhören. Also besser, ihr gewöhnt euch das jetzt ab und hört auf, zu einem Mist zu lehren, wie Amir es getan hat, mit Hölle drohen, wenn man die Gebote Gottes hält. Die Strafe wird kommen, aber ich sag's dir, besser du kehrst lieber um, ich sag's dir in Liebe, weil Gott wird strafen. Das ist wirklich, also echt, was denkst du dir wirklich dabei? Also kann man nur, wie gesagt, gute Besserung wünschen. Denn Jesus sagte, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und wer ist schuld an der Gesetzlosigkeit? Diejenigen, die sagen, wir brauchen das Gesetz nicht zu halten und die Gesetzlosigkeit lehren, wie Amir Arapur. Da sagt, du kommst in die Hölle, wenn du das Gesetz hältst und nicht sündigst. Das ist eine Lehre des Teufels, das wissen wir. Und Amir Arapur und Elia Nathan, die haben wir ja schon tausendmal nahegebracht, dass deren Lehren absolut falsch, unbiblisch sind. Viele glauben immer noch den Lehren. Ja, aber gut, wenn die sich mehr mit der Bibel und weniger mit dem Islam beschäftigen würden, hätten sie vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erkenntnis, als sie heute haben. Beten wir dafür, dass sich das bald ändert. Nun, 2. Korinther 6,14. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Die Antwort ist keine. Licht und Finsternis sind Gegensätze. Die Gerechtigkeit und die Gesetzlosigkeit ebenfalls. Gerechtigkeit entsteht durch die Gehorsamkeit gegenüber Gott, indem der Mensch Gottes Gebot hält. Die Gesetzlosigkeit, deren Konsequenz ist die Ungerechtigkeit, wenn man Gottes Gebote nicht halten will. Dann kommt der Fluch anstatt der Segen. Und dass wir heute in einem Land leben, wo es wirklich Islamisierung pur gibt, das ist die Schuld vor allem derer, die Gesetzlose ihre Lehren verbreiten, wie Amir Arapur es tut. Es tut mir auch leid, aber es ist nun mal so. Gibt es nichts schön zu reden und wenn ich das ich was schön rede, wenn Gott solche Menschen, das habe ich ja in vielen Videos gesagt, was mit solchen Menschen passiert. Offenbarung 14, Vers 12, über die Endzeit. Hier ist aber das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Nun, Amir Arapur, Elia Nathan, sie haben den Glauben an Jesus bewahrt bis heute. Das ist schön, das ist wichtig, das bringt uns das ewige Leben. Aber wir wissen, in der Endzeit ist die Gnadenzeit vorbei und dann wird die Gesetzlosigkeit bestraft. Und deswegen sind hier die Heiligen, die nach wie vor Gottes Gebote halten und sich nicht an der Gesetzlosigkeit des Antichristen beteiligen. Und die bewahren beides, nicht wie die Juden, die jetzt die Gebote Gottes bewahren, aber nicht an Jesus glauben. Und nicht wie die gesetzlosen Christen, die den Glauben an Jesus bewahren, aber nicht Gottes Gebote halten wollen und die Gesetzlosigkeit lernen. Beides gehört zusammen, so wie das Alte und Neue Testament, so wie Mann und Frau, so gehört auch das Gesetz und der Glaube zusammen. Und wie der Vater, so der Sohn, so ist das alles eins. Schauen wir uns weiter an, was die Bibel über die Gesetzlosen wie Amir Arapur sagt. Sprüche 4 und Kapitel 12 und Kapitel 28, Vers 9, da heißt es, der Weg der Gesetzlosen ist dem Dunkel gleich, sie erkennen nicht, worüber sie straucheln. Genau das haben wir vorhin auch gelesen, was haben Licht und Finsternis miteinander geschaffen und Gesetzlosigkeit und Gerechtigkeit. Hier also auch, der Weg der Gesetzlosen ist mit der Finsternis zu vergleichen, die wir Christen, die wir Gottes Gebot halten wollen, natürlich erhellen werden mit Gottes Hilfe, denn wir wissen, das Gesetz Gottes ist ein Licht und das Licht wird ausgehen in alle Welt, wenn der Messias sein Königreich hier aufbauen wird. Weiter heißt es, der Verstand der Gesetzlosen ist wenig wert. Nun, Amir Arapur, ja, das bist du, genau. Du sagst, wir kommen in die Hölle, wenn wir Gottes Gesetz halten wollen und damit ist der perfekte Beweis, bist du, dass der Verstand der Gesetzlosen wenig wert ist. Denn der Gerechte, der Gottes Gebote halten will, wie gesagt, der weist seinem Nächsten den Weg der Gebote Gottes, den Weg des Lebens. Aber der Weg der Gesetzlosen führt sie irre. Wer ist also der Irrlehrer laut Bibel? Der Weg der Gerechten, die Gottes Gebote halten wollen oder der Weg der Gesetzlosen, der Menschen in die Irre führt? Durch ihre Lehre und deren ihre Lehren. Du bist hier der Irrlehrer, Amir Arapur, und ich kann, wie gesagt, dir nur
Ich bete für dich, Bruder, dass du das wirklich mal erkennst, auch Elia Nathan. Wirklich, lass den Islam mal zur Seite, lest mal nur noch die Bibel, lass den Islam mit Hadithe hier, Hadithe da. Ist gut, wir wissen, Islam ist schlecht, lest mal die Bibel und kommt mal zur Vernunft, bitte. Das wäre mal schlecht, denn ihr habt eine Verantwortung, ihr habt auch viele Follower und Gott möge auch die Follower von euch segnen, die uns auch hier als ihre Lehrer bezeichnen, denn die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen und dann wird abgerechnet. Ein für alle Mal. Weiter heißt es, und das haben wir schon gelesen, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Ja. Du musst, das, nicht nur wenn du das Gesetz nicht hältst, ist dein Gebet ein Gräuel, sondern wenn du dein Ohr abwendest und das Gesetz gar nicht erst hören willst, dann ist dein Gebet ein Gräuel. Also, Amirapo, du willst das Gesetz nicht hören, also ist dein Gebet ein Gräuel. Schon mal Gedanken darüber gemacht? Kennst du den Vers überhaupt? Ja, wenn du den kennst, warum fühlst du dich da nicht angesprochen oder wie, wenn du so etwas verbreitest wie am 26. Oktober? Schauen wir, was der Antichrist macht. Daniel 7, Vers 25. Der Antichrist wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und sich unterstehen, Festzeiten und das Gesetz Gottes zu ändern. Hat das Christentum bereits getan? Deswegen sage ich ja, wie Christen den Antichristen unterstützen, weil das Christentum hat ja die Festzeiten Gottes geändert. Das heißt, man hat Passa durch Ostern ersetzt, andere Feste durch Weihnachten und Halloween und all dem Käse. Und sogar den Kalender hat man geändert. Und so auch das Gesetz Gottes. Und das wird der Antichrist ebenfalls tun. Er legt sich also in ein gemachtes Nest, denn das Christentum hat ja ganze Vorarbeit geleistet. Und im 2. Thessalonicher Kapitel 2 wird der Antichrist auch als der Gesetzlose bezeichnet, der geoffenbart werden wird, wenn der Herr zurückkommt und diesen verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und durch die Erscheinung seiner Wiederkunft, dann wird der Antichrist durch den wahren Messias beseitigt werden, nämlich der krasse Unterschied, einer der vielen ist, Jesus war Gott, immer treu, hat immer Gottes Gebote gehalten, der Gesetzlose ist ein Gesetzloser. Und deswegen muss man aufpassen, was ist wohl Jesus lieber, wenn man so wie er versucht, nicht zu sündigen und Gottes Gebote hält oder wie der Antichrist Gottes Gebote in die Mülltonne wirft und gesetzlos lebt und das auch noch lehrt. Nun, ja, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Ich kann euch nur raten, zur Vernunft zu kommen. Schauen wir uns nun noch einmal an das Vaterunser zunächst einmal. Wir kennen ja das Vaterunser, das Jesus zum himmlischen Vater gebetet hat, so wie wir auch beten sollen. Und so heißt es unter anderem in Matthäus 6, Vers 10. Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme, das Königreich Gottes hier auf Erden, das bald errichtet werden wird, wenn das Zeitalter des Teufels zu Ende ist. Hier sagt Jesus, dein Wille, der Wille Gottes soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Denkt ihr wirklich, allen Ernstes, im Himmel gibt es Sünde oder Gott würde im Himmel Sünde tolerieren? Er hat die Engel und Luzifer aus dem Himmel rausgeschmissen, weil die gesündigt haben. Das macht er auch mit allen Engeln, die sündigen. Und denkt ihr, Gott gefällt dann aber, wenn der Wille Gottes geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden, dass Gott hier die Gesetzlosigkeit auf Erden tolerieren wird, während sie im Himmel Gott im Himmel bestraft hat? Nein, auch hier kommt das Gericht und dann wird das genauso hier enden wie damals im Himmel. Dann werden die Menschen nicht aus dem Himmel geworfen, sondern in den Feuersee rein. Deswegen nehmt die Worte Gottes wirklich ernst und zu Herzen. Denn was ist denn der Wille Gottes, den wir auf Erden tun sollen, den die Engel im Himmel tun? Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Und genau das soll ja auch der Fall sein. Damals war das Gesetz in Schriftrollen, auf den Tafeln und so weiter. Die waren auf Stein und hat gedacht, oh, ich muss das tun, ich muss das tun. Durch den Heiligen Geist und den Glauben an Jesus Christus wollen wir das tun. Natürlich nicht alle. Einige sagen, du kommst in die Hölle, wenn du das tun willst. Und damit lehnen die auch automatisch den neuen Bund ab. Denn in Hebräer 10, Vers 16 im Neuen Testament heißt es über den neuen Bund, dass der neue Bund, den Gott schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Ja, das ist der Wille Gottes, seine Gesetze in unsere Herzen zu schreiben, so wie es auch im Psalm 40, Vers 9 geschrieben ist, den Willen Gottes zu tun. Schauen wir also mal weiter ins Königreich Gottes, was dann geschehen wird. Ihr kennt die Verse sicherlich. Jesaja 2, Vers 3 im Kapitel 51, Vers 4, da heißt es, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln.
nicht mehr auf unseren Wegen, auf unseren Pfaden, die wir alle in die Irre gegangen sind, so wie hier der Glaubensbruder Amir, sondern von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Nun, stellt euch das nun mal vor. Amir sagt, du kommst in die Hölle, wenn du das Gesetz das Gesetz Gottes zu halten. Und Gott sagt, ich werde das Gesetz in die ganze Welt verbreiten, um euch zu segnen und damit Frieden kommt. Und Amir macht genau das Gegenteil, was Gottes Wille ist. Amir, du bist gegen den Willen Gottes. Das, was du lehrst, widerspricht dem Willen Gottes. Und also wirklich, das, was du geschrieben hast, da musst du wirklich umkehren. Ehrlich, das ist einfach unter aller Kanone. Wo war ich stehen geblieben? Genau, von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also achte nun auf mich, mein Volk, und ihr meine Leute. Wir Christen, sein Volk, seine Leute. Leiht mir eure Ohren und verschließt eure Ohren nicht von den Gesetzen Gottes, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zum Nicht der Völker aufrichten. Das Gesetz ist ein Licht, das Gesetz wird ausgehen in alle Welt und dann wird das Licht der Völker erleuchten durch die Gerechtigkeit, die entsteht, wenn die Gesetzlosigkeit beseitigt wird und gesetzlose Irrlehrer bestraft werden für das, was sie gelehrt haben in der ganzen Zeit. Beten wir für diese Menschen und das möchte ich auch gleich tun, beziehungsweise euch segnen. Das war es erstmal bis hierhin mit meinen Aussagen zu der Aussage vom Bruder Amir. Ich wünsche ihm natürlich trotzdem nur das Beste. Genauso wie dem Bruder Elianathan, dass sie zur Besinnung kommen und sich von den Irrlehren verabschieden, genau wie deren Anhänger endlich zur Besinnung kommen, damit auch sie gesegnet werden und nicht in der Endzeit verflucht werden. Gefährliche Irrlehren der Endzeit, wie Christen den Antichristen unbewusst unterstützen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen klar machen, wie das heute der Fall ist und in Zukunft der Fall sein wird. Da möchte ich noch aufmerksam machen auf ein Video, was ich vor kurzem hochgeladen habe, nämlich die Chronologie des Sabbats, Gottes Ruhetag, Kirchenkonzile Konstantin. Da habe ich sieben Zeitperioden aufgelistet, wo der Sabbat immer gehalten wurde, beziehungsweise wann. Also vor der Sintflut, nach der Sintflut, während Jesus vor der Kreuzigung hier auf Erden wandelte, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, in der Endzeit und im Königreich. Immer wurde und wird der Sabbat gehalten. Und deswegen gibt es kein einziges Argument, das sagt, der Sabbat wurde abgeschafft. Keinen einzigen Vers gibt es dafür, keinen einzigen, so wie es auch keinen einzigen Vers gibt, das uns sagt, dass wir den Sonntag heiligen. Das sind Auslegungen und Begründungen, die schlecht argumentiert sind vom Christentum, aber nicht von Christus oder Gott, der Bibel. Nun, dann möchte ich euch trotzdem nochmal segnen, alle. Natürlich alle, die sich angesprochen fühlen. Und möge euch der Herr segnen und behüten, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, das hoffe ich und bete ich dafür auf jeden Fall für alle Glaubensgeschwister, dass sie die Wahrheit erkennen und die Wahrheit ist auch das Gesetz Gottes. Wir werden durch Glauben gerettet. Die Frage lautet, wie sollen wir unseren Glauben leben? Nicht durch tote Werke, sondern durch Werke, die mit den Geboten Gottes übereinstimmen. Deswegen hört nicht auf ihre Lehrer, die die Gesetzlosigkeit lehren, wie es der Antichrist tut. Hört auf die Wahrheit, hört auf Gott und hört auf die Bibel, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und die Wahrheit war, ist und bleibt in alle Ewigkeit unser wundervoller Herr und König, Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Amen, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.